Am Sonntagmorgen gegen 10.20 Uhr ist es in Wernau in der Kirchheimer Straße zu einer Schlägerei zwischen mehreren Beteiligten gekommen. Nach ersten Ermittlungen stießen zwei Personengruppen vor dem dortigen Dönerimbiss aufeinander und schlugen mit Gegenständen aufeinander ein. Ebenso sei ein Messer im Spiel gewesen. Die Polizei konnte die Situation vor Ort unter Kontrolle bringen und die Personen trennen. Ein Notarztfahrzeug und 7 Rettungswagen waren erforderlich, um die Verletzten in Krankenhäuser zu bringen. Wir befinden uns hier in der Ortsmitte von Wernau. Es kam hier zu einer Auseinandersetzung. Insgesamt wurden 8 Personen verletzt. Der Rettungsdienst war mit einem Großaufgebot vor Ort. Wir haben die verletzten Personen auf die umliegenden Krankenhäuser verteilt im Landkreis Esslingen. Die Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an. Ein politischer Hintergrund kann nach dem jetzigen Stand ausgeschlossen werden. Dröhnende Motoren, begeisterte Zuschauer und Spannung, das hat alles der MSC Eichwald mit ihrem 57. ADAC Motocross versprochen und in jeglicher Hinsicht gehalten. Ob im Seitenwagen oder mit einer Zweitaktmaschine fuhren die Teilnehmer mit hohen Geschwindigkeiten durch die anspruchsvolle Strecke. Auch der Veranstalter des ADAC Motocross in Eichwald freut sich über die Besucherzahlen. Ja, ein Dorf macht Motocross und alle machen mit, das ist unser Motto und nach dem machen wir das auch. Der halbe Flecken ist auf den Füßen und ist hier und hilft und tut und macht. Und ja, Hintergrund wird die Strecke präpariert für die nächsten Rennen. Im Festzelt gibt es Leckeres zum Essen und rings um die Strecke natürlich einiges zu erleben. Na gut, man muss unterscheiden zwischen Besuchern, die uns am Wochenende besuchen, und Zuschauern. So Zuschauer werden wir so rund knapp 10.000 haben, die an den 2 Renntagen an der Strecke sind. Besucher mit dem Festzelt zusammen sind es über 20.000. Also wir haben dieses Jahr die Deutsche Meisterschaft Seitenwagen am Start. Ein Rennen war schon, das zweite folgt nachher, der zweite Lauf, und haben die Deutsche Meisterschaft oben. Auch hier war bereits ein Lauf jetzt und der zweite folgt nachher. Und jetzt werden wir gleich so einen Sonderlauf noch fahren für die Fahrer, die sich nicht qualifizieren konnten bei der DM Open. Die werden dann nachher jetzt hier einen Sonderlauf fahren, den wir gleich zusammen anschauen können. Als allererstes wünscht man sich gutes Wetter. Das ist das Einzige, was wir nicht beeinflussen können. Wir sind sonst bestens vorbereitet auf alle Eventualitäten. Und das Wetter ist das, was man sich wünscht als Veranstalter. Ein gutes Jahr. Wir haben für Sie ein paar Eindrücke gesammelt und wünschen Ihnen viel Spaß. Position. Können Sie hier Runde für Runde etwas absetzen. Und jetzt haben Sie es geschafft. Neu, jetzt sind wir die 2 Minuten 3 Meter. Und da geht es auch schon auf die letzten beiden Runden.
Die Freiwillige Feuerwehr Blochingen und der Musikverein Stadtkapelle Blochingen konnten die Big Band der Bundeswehr für einen Auftritt in Blochingen gewinnen. Im Jahr 2017 wird die Big Band nur zweimal in Baden-Württemberg auftreten. Heute Abend gibt es ein großes Open-Air-Konzert vor dem Feuerwehrhaus in der Blochinger Eisenbahnstraße. Heute Abend startet ja ein großes Konzert. Die Big Band der Bundeswehr schaut vorbei. Es war eine Idee von Staatssekretär Grübel, der hier die Blochinger Feuerwehr und den Musikverein Stadtkapelle angefragt hat, ob wir dieses Event ausrichten wollen. Machen wir natürlich gerne. Die Big Band macht hier ein Open-Air-Benefizkonzert. Die Spenden, die wir einsammeln wollen, sind zugunsten der Jugendarbeit, der Feuerwehr und des Musikvereins. Wetter ist perfekt, Sonne scheint, klarer blauer Himmel. Wir hoffen auf viele Besucher. Wer vorbeikommen möchte, gerne hier nach Blochingen in die Eisenbahnstraße. Ab 18 Uhr können die Besucher auf das Gelände. Dort können sie Verpflegungsstände sowie Stände der Sponsoren im Vorfeld besuchen. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Freie Plätze gibt es für jeden. Wir berichten morgen mit einem ausführlichen Bericht der Veranstaltung.